Hi Freunde, willkommen retour, danke fürs Wiedereinschalten. Heute ist HSV-Doppel angesagt. Wir treffen jetzt gleich im Pokal auf die Hamburger und dann in der Liga. Das heißt, ja, zweimal also der HSV heute unser Gegner. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es laufen wird. Ich bin noch ein bisschen, ja, skeptisch. Ich meine, wir haben jetzt zuletzt gegen die Arminia gewonnen, aber trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, war das alles nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Ich nehme jetzt den Wein mal mit statt Masson, weil da ist die Spielbelastung hoch. Ich überlege gerade, ob ich den Faria noch mitnehmen soll. Den könnte ich eigentlich auch hier spielen lassen. Statt Özcan theoretisch. Ich nehme ihn mal mit. Ich glaube, dafür lasse ich dann den Wein zu Hause. Thiago. Ich überlege, ob ich heute auch Hörslav spielen lasse. Weil der braucht auch mal wieder Spielpraxis, sonst ist er unzufrieden für Magol. Und ich werde Shaw statt Sapong spielen lassen. Und ja, Thialand ist momentan noch nicht fit, das heißt, der wird da unten sitzen. Theoretisch könnte man Mané spielen lassen. Der ist mit seiner Spielzeit ziemlich unzufrieden. Bin ja noch nicht ganz sicher. Ich glaube, dass ich momentan noch auf Vido Sajevic setzen werde, vor allem weil eben die Spielbelastung auch nicht sonderlich hoch ist bei ihm. Und ja, wir stellen Mangala auf tiefer Sechser um, weil mir das eigentlich auch recht gut gefällt. Passt, wer ist an Dressel interessiert? Beijing. Schauen wir mal. Na gut, wir starten jetzt also weiter durch und versuchen jetzt den HSV aus dem Pokal zu werfen. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass wir das Saisonziel ja, glaube ich, schon erreicht haben mit dem Überstehen der ersten Runde, wenn ich mich nicht täusche. Aber nichtsdestotrotz, es ist so, dass wir gegen den Tabellenletzten, glaube ich zumindest, sie haben zwar das letzte Spiel gewonnen, aber sie werden nach wie vor ziemlich weit hinten sein, spielen. Das heißt, da ist schon was drin, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht unbedingt Favoriten sind. Das ist so eine Partie auf Augenhöhe, aber wie gesagt, da ist was möglich und deswegen werden wir uns anstrengen, da heute was mitzunehmen. Da hat Hoffmann richtig gut aufgepasst mal wieder. Hätte ich mir auch nicht anders erwartet von ihm. Ach, schade, da hätte er schon die Möglichkeit gehabt, auf Röslav zu spielen. Stattdessen wird es wieder gefährlich auf der anderen Seite. Sowas nervt natürlich. Also im Moment der HSV ein bisschen besser im Spiel. Und wir haben es noch nicht geschafft, da Offensivakzente zu setzen. Scheinbar war jetzt mal ein Abschluss dabei, der aber wohl auch nicht ganz so erwähnenswert war. Also wenn es so weitergeht, werden wir heute noch eine Verlängerung sehen. Also nach vorne geht gar nichts. Eieiei. Aufpassen jetzt, Röslav gegen Busaid und Cuenca kann klären. Sie bleiben im Ballbesitz. Und Hoffmann. Das ist unfassbar. Also das ist einer, den würde ich, glaube ich, versuchen, überall ihn mitzunehmen. Wir werden jetzt versuchen, vorne ein bisschen früher, oder wir gehen eigentlich schon früher drauf, aber wir werden zumindest noch versuchen, dass wir nach Ballverlust aggressiver draufgehen. Hoffmann. Unfassbar. Lief unglücklich, Kopf hoch. Eigentlich wollte ich sagen, dass ich unzufrieden bin, aber ich habe mich verklickt. Schön gemacht. Naja.
richtig gefährlich. Zum Glück nichts passiert. Also wie du sagst, Jevic hängt heute ordentlich in die Luft, kriegt aber auch keine Bälle. Es ist so, dass auch die Leistung der Jungs dahinter, also der Mittelfeldspieler, äußerst schwach ist. Das ist einfach die Frage, wo wir wechseln. Also ich werde es so machen, dass ich sage, Bamba kommt rein und dafür bringen wir auf die andere Seite Sané nach innen ziehend. Auch als Außenstürmer machen wir so. Und ich stelle ihn jetzt als Stoßstürmer rein. Das heißt, doppelter Flügeltausch. Sané gut rechts raus auf Bamba. Der zieht in den Strafraum. Kommt super durch und der Abschluss aus spitzem Winkel war auch gefährlich. Aber leider nicht gefährlich genug. Torwart backt sicher zu. Mangala klärt super auf Vido Sajevic. Der hat Platz, aber kaum Unterstützung. Da kommen sie jetzt nach. Özcan mit einem technischen Fehler. Das wäre auch wieder so ein Kandidat, den ich im Winter gern verkaufen würde, aber vielleicht sollten wir ihm auch einfach Zeit geben. Konnte nur bisher nicht so wirklich überzeugen. Aber spielen sie es richtig gut, aber zum Glück der Abschluss harmlos. Aber ich sehe da ehrlich gesagt schwarz jetzt, wenn wir nicht irgendwie uns steigern. Das Gute ist, dass der Gegner jetzt ein bisschen müde wird. Also vielleicht haben wir das mit der Rotation ein bisschen besser gemacht in den vergangenen Wochen. Mangala übrigens in der Liga gesperrt, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, da habe ich vorhin eine Mail gesehen. Dementsprechend muss dann Daniel Weinrecht nächste Woche ran. Wahrscheinlich. Ja. Stellungsfehler von Hoffmann ein bisschen. Er geht da diesen einen Schritt rüber und kriegt ihn in die kurze Ecke. Das darf natürlich nicht passieren, aber absolut verdientes Tor für den HSV. Wir sehen hier Röslav, der sehr, sehr weit mitgeht mit seinem Gegenspieler, obwohl Mangala und Özcan da sind. Und dann hast du halt diese Lücke hier. Also das geht in gewisser Art und Weise auf ihn und dann sieht man auch die Stellung von Hoffmann, der die kurze Ecke komplett offen lässt. Also das sind leider zwei Fehler dabei, die ja jetzt eigentlich verdient quasi zu diesem Gegentor geführt haben. Ich bringe jetzt den Faria auf die 10. Ich mache es aber so, dass machen wir so, zurückgezogener und vorgeschobener Spielmacher. Und dann, ja. Wirkt so, als würden wir uns aus dem Pokal verabschieden, aber auch zu Recht, also da haben wir keinen Anspruch. Natürlich schade, dass wir dieses Gegentor so billig kassiert haben, aber so viele Chancen, wie wir zugelassen haben. Das ist einfach zu schwach, defensiv zu schwach, offensiv. Vido Sojevic 6,2. Hat halt auch keine Bälle bekommen, wo er irgendwie glänzen hätte können. Jetzt sind wir in der 90. Ecke HSV und der ist richtig gefährlich, geht an die Querlatte. Den hätte man auch ein bisschen ruhiger rausspielen können. Gut, und damit scheitern wir also im DFB-Pokal und das absolut zu absolut verdient, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt auch gerade echt enttäuscht, aber ja, es ist einfach so, dass es auf vielen Ecken und Enden momentan nicht funktioniert. Röslav mit seinem Debüt, wir haben 350.000 erhalten. Jetzt schauen wir kurz auf die Vereinsziele. Zweite Runde erreichen, mindestens, das haben wir geschafft und damit waren sie zufrieden. Und jetzt haben wir das schwierige Spiel in der Liga gegen den HSV. Da werden wir vom Personal her ein bisschen umstellen natürlich. Wenigstens der generische Trainer tippt, dass wir in der Liga bleiben werden. So, ich würde sagen, dass heute Mané spielen darf. Nach dem schlechten Spiel von
von Vido Sajevic. Da ist die Auslastung auch schon sehr hoch, da kann man den Tjaland mitnehmen. Der kann auch wieder spielen, so wie es aussieht. Also werden wir vielleicht einfach ihn wieder spielen lassen. Doch, nicht Mané, sorry. Daniel Wein wird tiefer Sechser spielen dürfen. Masson nehmen wir wieder mit. Dann natürlich hier wieder die Wechsel. Özcan, Dressel, die sind beide ziemlich müde. Ich hätte den Faria spielen lassen statt Özcan. Weil ganz ehrlich, er kann es jetzt nicht viel schlechter machen, der Junge. Bamba verletzt. 1 bis 3 Tage, okay. Das heißt, der wird keine Alternative sein für den Flügel. Tjaland kritisieren wir. Der muss jetzt schon langsam wieder Gas geben im Training. Faria können wir loben. Dann speichern wir noch schnell. Und dann versuchen wir hier in der Liga, kann man fast sagen, zu überraschen, weil im Moment rechnet, glaube ich, niemand mit einem Sieg von uns. Sagt das Arbeitsamt. Liga Nosch wäre natürlich spannend. Habe ich auch noch nie, zumindest noch kein Let's Play gemacht. Zweite Liga und zweite Liga in Italien, England und Österreich. Ehrlich gesagt. Und uninteressant. So, Tjaland maximal 45 Minuten. Dann werden wir vielleicht doch mit Mané beginnen. Bamba ist angeschlagen, dann nehmen wir den Thiago mit. Und wieder Sajevic kriegt mal die Pause. Müdigkeit, Spielauslastung ist auch bei Raum hoch, also werden wir es so machen. Sehr offensive Variante mit 3 auf Attack da vorne drin. Aber wir haben nichts zu verlieren gegen den ASV. Außer das Spiel und 3 Punkte und die Ehre. Also eigentlich doch eine Menge. So. Können hoffen, dass die vielleicht müde sind und nicht so gut rotieren können wie wir. I don't know. Dressel ist auch müde, das sollte man dann in der zweiten Halbzeit beobachten. Erste Minute gleich mal die Ecke. Montiel mit der Grätsche, nicht optimal. Und das hat schon beinahe geklingelt nach 40 Sekunden. Hoffmann packt aber gut zu. Und leitet super den Konter ein. Sané sieht nach innen, Sané, und der Winkel war leider zu spitz. War aber auch niemand so schnell mit vorne, dass er da wirklich gut passen hätte können. Ist immer so demotivierend, wenn man schon scrollen muss, damit man sich sieht, so quasi. Ganz so schlimm ist es noch nicht, aber es geht schon in diese Richtung. Bayer kehrt souverän zu Hoffmann zurück. Der mit einem weiten Abschlag. Mané legt ab. Sané. Montiel. Und Mané. Und er zählt sein erstes Saisontor. Montiel wieder mal mit einem Assist und damit die Führung. Da hat er sich super durchgesetzt im Kopfballduell. Sané, der gut rüberlegt. Montiel mit dem Haken und dann die Flanke, die ist richtig gut. Und ja, gegen Ambrosius setzt sich Mané da durch. Und damit sind wir nicht unverdient auswärts gegen den ASV in Führung gegangen. Schauen wir mal, wie es weiterläuft. Boah. Wo ist die Innenverteidigung? 1 zu 1, und das ist einfach wieder so ein Kacktor, das wir kassieren. Hier soweit eigentlich noch alles okay. Viererkette, das Einzige, was halt ist, ist, dass wir hier radikal in der Unterzahl sind. Das checkt halt auch niemand von den Mittelfeldspielern, dass er da hier vielleicht mithelfen sollte. Und ja, dann versuchen so ein bisschen auf Abseits zu spielen. Was gar nicht so schlecht funktionieren würde, wenn Margol hier nicht hinten stehen würde. Ja. Es ist einfach die Qualität. Es ist einfach die Qualität. Dressel kann man nicht mehr aufmuntern. Da ist schon alles verloren. Thiago dabei.
Jo. Der wäre dann auch ein Kandidat. Faria mit einem grauenhaften Pass. Schön gelöst, Mané. Und da gibt es zumindest die Ecke. Ja, Mané lässt ihn raus. Hier tritt Daniel Wein. Ist aber nicht gut. Sané hat ihn und läuft mit dem Ball ins Out. Ich glaube, ich spiele bald die Sims. Da kann ich die Leute wenigstens in den Pool schicken und die Treppe wegtun. Ich sag mal, wir machen das gar nicht so schlecht. Montiel hat was abgekriegt, aber es dürfte weitergehen bei ihm. Dressel hat jetzt, ja, glaube ich, wieder genug Power für Hälfte 2, aber das müssen wir ausprobieren. Ich mache sonst folgendes. Ich bringe Wein gleich jetzt rein als Ballerobernden. Und wir lassen Thiago wieder als Regista spielen. Eine Halbzeit lang. Vielleicht nutzt er heute die Möglichkeit wieder. Wow, super Pass von Thiago. Und die Doppelchance. Mané und Sané. Okay, bei Montiel geht es jetzt wieder bergauf. Ist scheinbar nicht richtig verletzt, sondern hat nur sowas abgekriegt. Steht halt auch wieder kein Mensch beim Gegenspieler. Hoffmann ist zum Glück da. Und da ist es passiert. Und wir haben einfach drum gebettelt. Also am liebsten würde ich momentan zurücktreten, weil ich einfach echt schon keinen Bock mehr habe, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Aber es ist halt einfach diese Frustration, also aus der Emotion heraus, sollte ich solche Entscheidungen auf jeden Fall nicht treffen. Wir bringen David Raum rein, wir schieben Sané auf rechts und bringen oder nehmen den verletzten Montiel raus. Sapong, Wein. Faria mit einer 6,2. Ich bringe da jetzt den Özcan schon. 6,1. Es geht noch weiter runter bei ihm. Ich stelle Sané und Raum jetzt mal auf Attack. Und wir gehen jetzt viel höher und aggressiver drauf. Ich muss es riskieren, auch wenn wir da Gefahr laufen, jetzt komplett ausgekontert zu werden. Nach Ballverlust gegen Pressing. Was für ein Pass von Sapong. Aber wieso Thiago nicht reagiert, ist mir auch ein Rätsel. Ich glaube, ich lade einfach nur noch Nizza Parts online. Da bin ich irgendwie fußballerisch zufriedener. Na, ich glaube, es ist für euch auch ganz interessant zu sehen, wenn es mal nicht läuft. Aber schon langsam bin ich echt ein bisschen rücktrittsreif. Elf Punkte in 11 Spielen. Das heißt, wenn wir so weitermachen, haben wir nach 34 Spieltagen 34 Punkte. Das ist gar nicht so wenig. Wahrscheinlich zu wenig, um die Klasse zu halten, aber I don't know. Also, wir verlieren, im Endeffekt verdient. Ich werde jetzt einfach mal die Wasserflasche werfen. Und wir trainieren morgen hart. Ich habe keinen Bock. Und ich glaube, ich werde jetzt auch einfach mal mit Geldstrafen durchgehen. Das habt ihr ja mal erwähnt, dass wir das machen sollten. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Durchschnittsbewertung an den letzten 5 Spiele. Margol
Kann ich nicht bestrafen? Spieler kritisieren, die Form kritisieren. Da gehen wir jetzt mal durch. Bayer war okay, Cuenca war okay, Sapon kritisieren wir. Dann Wein war okay anscheinend, Faria müssen wir leider auch kritisieren. Bestrafen für schwache Leistung. Halbe Woche Gehaltsentzug. Ich mache das jetzt einfach mal, da habe ich die Tipps von euch gekriegt. Dressel kritisieren wir. Nicht Training kritisieren, sorry. Die Form kritisieren. Okay, jetzt habe ich was anderes zu ihm gesagt, aber hat glaube ich auch gepasst. Sané 6,5. Ich meine, hallo. Spieler bestrafen für schwache Leistung. Halbe Woche Gehaltsentzug. Dann Mané wieder gut. Luke Shaw 6,7 ist jetzt keine Dramatik, finde ich. Wobei man ihn durchaus kritisieren kann zumindest. Jetzt sage ich schon wieder Training. Form kritisieren. Dann Mangala 6,68 auch nicht wirklich gut. Und Bamba, da werden wir auch noch kritisieren. Ah, da kann ich nur das Verhalten kritisieren, weil er sowieso schlechte Form hat. So, die akzeptieren ihre Strafen, das ist schon mal nicht so schlecht. Wie schaut es denn jetzt am Arbeitsamt aus? Hat sich da jetzt schon irgendwas Interessantes getan? Nee, absolut nicht. Ich meine, Portugal wäre schon ganz cool, aber zum Tabellen-9. Möchte ich auch nicht wirklich wechseln. Muss ich ganz ehrlich sagen. Scouting-Meeting. Stürmermäßig bin ich jetzt nicht so unzufrieden. Mané trifft wenigstens. Und alle anderen sind auch ganz okay unterwegs. Haben wir jetzt dann Länderspielpause? Weil sonst könnten wir das Spiel gegen Hoffenheim noch machen. Sieht so aus. Oh, dann Bayern und Leverkusen. Ach du Kacke. Schöner kann ich das jetzt nicht formulieren, glaube ich. Das trifft's gut. Jetzt müssen wir aufpassen, damit das nicht zu viel wird für einige. Masson tue ich mal weg, weil den könnten wir jetzt immer wieder mal brauchen. Mané können wir spielen lassen. Was ich immer noch denke, was wir machen könnten, ist, dass wir das Tempo da ein bisschen runterdrehen. Und auf ausgewogen gehen. Aus dem Grund, weil wir haben da vorne zwar einige schnelle Spieler, aber die haben oftmals das Problem, dass sie keine Anspielstationen haben. Wenn wir das Tempo ein bisschen runterdrehen, dann rücken Spieler schneller nach. Also dann rücken Spieler nicht schneller nach, aber dann warten sie auch darauf, dass der Spieler nachrücken. Das heißt, beziehungsweise dann haben wir halt einfach zu dem Zeitpunkt, wo unsere Flügelspieler zum Beispiel dann den Ball bekommen, machen sie das Tempo langsamer, sodass die anderen halt einfach mehr Zeit haben, um nachzurücken. Und dann haben wir da vorne mehr Anspielstationen. Ich glaube, dass es nicht so verkehrt ist. Das kann man noch versuchen gegen Hoffenheim. Ja, und dann schauen wir mal, mit welchem Personal wir es angehen. So, Innenverteidiger Hoffmann verletzt, den wir in der ersten Mannschaft mittrainieren lassen. Jetzt trainiert wenigstens mal keiner schlecht. 7,5 ist echt keine schlechte Trainingswoche, das muss man auch sagen. Das ist schon echt in Ordnung. Tabellenfünfter wird halt schwierig. So, wie sieht es mit dem Personal aus? Also Jorland ist jetzt eh dabei. Wobei wir jetzt natürlich auch Vidosajevic
wieder spielen lassen. Am Flügel sieht so aus, dass die Jungs sehr müde sind. Spielbelastung ist hoch bei den ganzen Jungs hier. Özcan wird für Faria spielen, auch wenn der nicht wirklich gut ist. Mangala wird wieder mitkommen. Statt ja, Faria. Innenverteidiger sind beide überlastet, kann man sagen. Da werde ich hier den Wechsel machen zumindest. Aber wir haben dann eh die Länderspielpause. Und dann machen wir es so, dass ich mit Tjalland spielen werde und ich schiebe Sané auf die Bank. Wieder Sajewicz auf den Flügel. Pressender Stürmer Tjalland macht auch Sinn. Und ich glaube, das ist jetzt. Ist es das erste Mal, dass er mit Vido Sajewicz gemeinsam spielt? Nee, ich glaube, Vido Sajewicz hat am Anfang immer wieder am Flügel gespielt. Ich erwarte heute einen Sieg. Ich habe es jetzt einfach mal versucht, um sie ein bisschen heiß zu machen. Gegner natürlich mit Hoffenheim relativ schwierig und unangenehm. Daniel Wein habe ich jetzt auch wieder drin gelassen, aber es ist okay. Also schlechter als Mangala zuletzt gespielt hat, kann das jetzt auch nicht machen und sonst wechsle ich ihn halt aus. Aber er hat wenigstens eine Connection mit Dressel. Versuche ich mich jetzt rauszureden, dass ich das übersehen habe. So, Unsicherheit. Aber das hat er ganz gut gelöst. Özcan eskortiert den Gegenspieler. Attackieren wollte er ihn nicht. Und da ist es schon mal passiert. 0:1, 12. Minute. Again. Wir sehen auch hier, dass wir wieder eine Unterzahlsituation im Strafraum haben. Es ist aber leider halt so, dass keiner, also eigentlich könnte da ein Bein ja zurückgehen. Aber zu dem Zeitpunkt der Flanke war es jetzt nicht unbedingt so. Da hast du eigentlich eine klare Zuordnung, nur dass halt Bayer viel zu weit weg vom Gegenspieler steht. 14. Minute Özcan mit dem Freistoß, wieder Sajewicz Richtung langer Pfosten. Der war gefährlich und jetzt laufen wir in den Konter. Magol passt für den ersten Moment gut auf. Ich habe wirklich so ein Überlegen, ob ich nicht zurücktreten soll. Ich sehe da jetzt irgendwie momentan kein Licht. Wieder Sajewicz. Montiel. Schlechter Pass. Magol macht's gut. Sehr gut gemacht, wieder Magol. Und Montiel mit der Riesenchance, der wird gerade noch geblockt. War kein schlechter Versuch, Özcan mit der Ecke. Und Wein nimmt nicht wirklich Tempo auf, damit laufen wir wieder in einen gefährlichen Konter. Aber gut verteidigt. Also 0:4 Chancen, 64% Ballbesitz für Hoffenheim, es ist eigentlich so, wie es zu erwarten war, befürchte ich. Özcan passt auf, Tjalland. Boah. Also was ich mir auch denke, was wir noch probieren könnten, weil ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht, nachdem wir so viel erreicht haben mit 1860, nicht zu früh hier den Hut nehmen. Tjalland. Dass wir auf ein 4-4-2-System wechseln. Vielleicht auch ein 4-2-2-2, aber mit zwei Stürmern auf jeden Fall, weil Tjalland und Vido Sajewicz könnten ein ziemlich cooles Duo sein. Und ganz ehrlich, die 10 funktioniert sowieso nicht. Özcan kann notfalls sogar Stürmer spielen, das heißt, den kannst du da vorne auch so als quasi hängende Spitze bringen. Also auch das könnte irgendwie Sinn machen und vielleicht schaffen wir es mit dem 4-4-2 irgendwie kompakter zu sein in der Defensive. Und dann müssen wir noch überlegen, wie wir es in der Offensive hinkriegen, aber ja. Das könnten wir jetzt eigentlich in der Länderspielpause im nächsten Part dann machen. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin.
So, wie schaut es mit den Noten aus? 6,2 Montiel, Vido Sajewicz 6,3. Das heißt, ich bringe den Montiel links auf den Flügel. Vido Sajewicz rechts auf den Flügel. Wir geben ihnen jetzt mal so die Chance. Weil es hat meiner Meinung nach einfach deutlich bessere Spieler sind als Sané und Bamba zurzeit. Und wenn das nicht klappt, dann werden wir da halt wechseln. Gut geklärt von Vido Sajewicz, der da hinten mithilft wieder. Na, jetzt sieht man uns tatsächlich nicht mehr. Jetzt sind wir schon auf Platz 15 abgerutscht mit dieser Niederlage. Wenn es denn dabei bleibt, aber davon gehe ich, um ehrlich zu sein, aus. Bei der Leistung heute. Gehen jetzt mal auf kontrolliert. Dressel gut gemacht. Und da ist Montiel. 1:1. Absolut unverdient, weil es, glaube ich, die erste richtige Torchance, kann man fast sagen. Aber nehme ich natürlich gerne mit. Wir sehen Dressel hier, wie er sich gut durchsetzt rechts. Und dann kommt der flache Pass. Thialand lässt durch und Montiel, der ihn ins lange Eck buxiert. Und damit also, wie gesagt, natürlich unverdient. Aber danach fragt halt niemand. Schauen wir einfach, dass wir das jetzt so lange wie möglich genießen können, denn Hoffenheim ist schon wieder in der Offensive. Margol blockt. Hoffmann rechts raus auf Vido Sajewicz. Und der Pass ist super, Thialand ist durch. Wieder ein miserabler Abschluss von ihm. Den werden wir jetzt rausnehmen, der ist noch nicht so wirklich in Form. Ich schiebe Vido Sajewicz vor. Kriegt die hängende Spitzerrolle oder geben wir ihm die Stoßstürmerrolle. Und dann bringen wir Sané auf rechts. Also ein bisschen frische Power für die Offensive. Wenn man Sané momentan als Power bezeichnen kann. Jetzt kann er mal Fahrt aufnehmen. Pass auf Vido Sajewicz ist gut. Vido Sajewicz, naja. So, ich bringe jetzt den Mangala für Wein. Ja. Wollten wir kurz die Szene hier noch abwarten. Vido Sajewicz. Vido Sajewicz ist durch und der macht's. Wir drehen das Spiel gegen Hoffenheim. Wie unfassbar ist das denn? Ich meine, natürlich nicht wirklich verdient, aber hey. Özcan mit dem Pass in die Tiefe und Vido Sajewicz nicht gut verteidigt von Hübner. Und dann chippt er ihn über Horn drüber. Tatsächlich Wahnsinn. Wir haben auf jeden Fall von den Chancen, von der Chancenanzahl ja jetzt auch ordentlich aufgeholt. Sapong setzt sich super durch. War schlechte Flanke. Mangala hat ihn. Ganz wichtig. Dressel, kein guter Pass. Ja, die Jungs lösen das hinten nicht so schlecht. Montiel. Sapong. Montiel und Sané. 3-1. Ich kann euch gar nicht sagen, wie gut das gerade tut, weil ich einfach schon so deprimiert war nach den letzten 27 Folgen, die ich aufgenommen habe für 1860. Dass wir hier jetzt dann 3:1 in Führung gehen. Ich meine, es sind noch immer 20, 25 Minuten zu spielen. Je nach Verlängerung. Aber ich freue mich irrsinnig über die Leistung gerade. Bin gerade einfach ein bisschen erleichtert. Aber wir müssen jetzt dranbleiben. Wir dürfen jetzt echt nicht nachlassen. Also, wie gesagt, das ist leider noch viel zu lang zu spielen. Lieber wäre mir das jetzt in der 90. gewesen. Hoffmann, super Parade.
Özcan legt rüber, Montiel setzt sich gut durch, Montiel wird kaum attackiert, Abschluss vielleicht ein bisschen überhastet. Hätte noch versuchen können ins 1 gegen 1 gegen wer war's? Bei unserer Innenverteidigung brauchst du doch echt nur irgendwie den Ball ins Zentrum schlagen, oder? Der Rest ist komplett wurscht. 3:2. Lavallee, der ist so orientierungslos. Als würde er gerade im Dunkeln spielen. Ich. Hat er seine Kontaktlinsen vergessen oder. Die ganze gute Laune schon wieder dahin. Wieder Sajewicz nimmt Fahrt auf. Und versucht es einfach mal. War, glaube ich, die richtige Entscheidung in der Situation. Kannst natürlich auch besser platzieren, aber nichtsdestotrotz nicht schlecht gemacht. Ja, einen Wechsel haben wir noch. Die Frage ist, was machen wir? Ich glaube, Raum geht immer. Stellen wir auf Support. Montiel hat seine Sache ordentlich gemacht. David Raum soll ein bisschen nach hinten mithelfen. Die Ecke ist zum Glück wirkungslos. So, das passt eh. Und dann machen wir das Zeitspiel noch an. Und hoffen, dass wir es wirklich über die Zeit bringen auch. Margol. Sané. Sané setzt sich super durch. Da hat man wieder mal sein Können gesehen, also was der eigentlich drauf hat. Vielleicht hat es wirklich geholfen, dass ich ihm das Gehalt entzogen habe. Vielen Dank auf jeden Fall mal für den Tipp von euch. Oh, super gespielt. Özcan. Was? Özcan, du bist... Oh. Hat eine Note von 7,5 heute und da ist der Ausgleich. 92. Minute 3:3. Ja, ohne Kommentar. Es ist eh verdient. Also, warum habe ich mir da gerade kurz Hoffnung gemacht? Das Leben läuft nicht so, wie man es sich vorstellt. Und zumeist. Sané nimmt Fahrt auf. Gibt die Ecke. Dass der nichts wird. Komm, mach ihn. Eieiei. Ich hätte mich vor dieser Partie so über einen Unentschieden gegen Hoffenheim gefreut. Aber jetzt muss ich wieder sagen, dass es einfach bitter ist, dass es nicht geklappt hat mit einem Sieg. Sané, vielleicht geht da noch was. Sané setzt sich nicht schlecht durch, aber dann wird die Flanke geblockt. Ja, und das war's. Ach Leute, ich bin enttäuscht aufgrund des Spielverlaufs einfach. Also ich lobe es jetzt trotzdem, weil es der Mannschaft einfach gut tut, glaube ich. Nach einer 3-1-Führung musst halt eigentlich das Spiel auch irgendwie über die Zeit bringen. Das war wieder mal diese Qualität, vor allem in der Innenverteidigung meiner Meinung nach. Also Bayer ist eh in Ordnung, aber diese Position links neben ihm, da ist einfach komplett egal, welche der Pfeifen du aufstellst. Das ist bitter. Mané macht sich Sorgen um die Startelf, kein Problem. Schnellstmöglich verkaufen. Nein, 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 das wird nicht nötig sein. Sorry, Boss. Gefällt mir. So. Ja, wir müssen irgendwas tun, um diese Defensive zu verstärken. Ich finde, Bayer ist wirklich in Ordnung auf der Position. Macht seine Sache nicht schlecht. Aber diese Position hier ist einfach zum Kotzen. Vielleicht sollte man wirklich auf Cuenca setzen, weil der einfach noch ein bisschen mehr Potenzial hat für die restliche Zeit. Lavallee ist einfach eine Pfeife, was die Bundesliga angeht, leider. Senkbeil wird auch unzufrieden sein, also ich glaube, dass der, ne, noch nicht bereit, den Verein zu verlassen. Ja,
ich persönlich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es jetzt wirklich bei dieser Formation belassen sollen oder ob wir da was umbauen sollten. Ein 4-4-2 wäre irgendwie auch was, weil mit Dressel und Mangala könnte man ein sehr gutes zentrales Mittelfeld schaffen. Die Frage ist halt, ein Montiel ist ein sehr offensiver. Und auch ein Bamba und ein Sané sehe ich ehrlich gesagt nicht. Naja, Bamba geht sogar, weil der auch defensiv was drauf hat. Sané sehe ich, glaube ich, eher nicht zu einem 4-4-2. Aber ich glaube, dass wir vorübergehend einfach mal bei der Taktik bleiben. Es bringt nichts, im November da jetzt umzubauen. Wir haben jetzt bis zum Winterpause 1, 2, 3, 4, 5 Spiele. Das Problem ist, schaut euch an, gegen wen? Bayern, Leverkusen, Hertha, Schalke, Leipzig. Na, gute Nacht. Da bin ich mal gespannt. Schaut zum Arbeitsamt aus, da tut sich jetzt ein bisschen was. Aber es sind alles nur Zweitligisten leider. GRK. Niemals. Aber da werden wir halt einfach ein Auge offen halten. Und ja, wir bleiben momentan dabei. Ja. Wir müssen einfach optimistisch bleiben. Es hilft alles nichts. Vielen Dank fürs Einschalten. Jetzt gehen dann die wichtigen, die schwierigen Wochen los. Wir haben dann im nächsten Part das Duell gegen die Bayern. Vielen Dank fürs Einschalten. Vorübergehend mal. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Danke.